Oh, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir sind hier in Pasing, weil hier ein Raid stattfindet. Nicht der erste Raid, der zweite Raid hier. Der erste Raid war Level 1 oder 2 oder so. Wir waren Smogmog. Aber hier, ihr könnt sehen, Level 4. Richtig saftig. Raids ab Level 35. Fängt in 21 Minuten an. Das wird echt saftig. Mein Gott, wieso habe ich kein Ei drin? Muss ein Ei reinstecken. Dann ein paar Leute suchen, die hier noch sind. So kriege ich immer da durch. Hier, Raid 1 in der Nähe. Weil hier in Pasing gesponserte Stops und Arenen sind. Und das ist ja momentan noch die Beta-Phase. Erst ab Level 35. Erst nur bei bestimmten Arenen. Also die, die gesponsert sind. Und irgendjemand braucht irgendwas von meinem Pokémon. Mal schauen, wie das hier ablaufen wird. Ich bin echt gespannt. Jetzt viele Leute, da kommen noch mehr. Ja, Mann. Das Ei, was geht? Bist du nicht mit deiner Verlobten irgendwo unterwegs? Nee, schon am Servus. Start hier. Hier, Mann, hier sind die Raids. Das will ich dann in Rumänien machen. So ist es. Das ist eine Verlobte sogar, eine Freundin, Verlobte, allein in Rumänien für die Raids. So muss es sein. Seid ihr bereit? Gleich von der Arbeit hierher. Gleich ins Auto gestürmt. Hast du schon den ersten gemacht? Auch nicht. Nee, der hat mich nicht gereizt. Level 2. Der erste ging aber Level 4 ist sofort hier. Nee, Level 4 ist interessant. Der erste ging auch alleine. Ja, hab ich auch gehört. Ich bin nämlich erst in den letzten 10 Minuten oder so gekommen, war eh niemand mehr da. Okay. Ja. Müssen wir alleine machen. So Leute, Raid fängt gleich an. 2 Minuten noch. Ich habe meine gelben Jungs hier versammelt. Die roten, richtig linke Ratten haben uns direkt im Stich gelassen. Und mehr weiß ich nicht, mehr habe ich nicht gemerkt. Für doch Boss besiegt kriegst du 5, glaube ich sogar. Was geht los? Wie geht's so raus? Ich bin jetzt schon enttäuscht. Private Gruppe oder kein Gruppe? Private Gruppe geht irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Also, dann musst oh du mein schon, Gott, ich hab doch eins. Ich hab doch eins. Ja, du hast doch schon einen benutzt. Ja, aber ich hab schon einen. Ich hab noch einen gekauft. Oh. Ich drück auch mal drauf. Erste Probleme. Ich hab drauf gedrückt. Auf was hast du gedrückt? Private Group. Okay. Ja, mach mal du eine, Hong. Dreimal Pikachu, weil wir gelb sind. Okay. Go. Unten links, dann erstellen. Ich hab schon erstellt. No groups found with the code. Was? Achso, ich hab nicht erstellt. Sorry, warte. Kompliziert. Kannst du dann mit deinen Freunden in den Gruppencode ihrer Gruppe eingibst? Ach ne, einer. Ne, Quatsch. Ja, jetzt habe ich drei Pikachus. Drei Pikachus. Was? Da steht nicht. Private Gruppe. Gruppe mit diesem Code. Private Gruppe, empfohlene Gruppengröße 17. Aha. Dreimal Pikachu. Dreimal Pikachu. Go. Go. Es gibt keine Gruppe. Nee, das funktioniert so. Der wird automatisch festgelegt. Ach so, ja, dann müssen wir alle auf Kämpfen drücken. Drück mal alle auf Kämpfen. Ja. What? Nein. Den Code eingeben. Drei. Nicht auf Kämpfen. Auf private Gruppe und dann private den. Gruppe, dann ey, jetzt, alle das hab ich auch gemacht. Mach mal ruhig, wir haben noch aber ewig echt, lang Zeit. Ja. Wir haben eine Stunde Zeit. Aber echt, Leute. Wir kämpfen jetzt schon. Keiner, ne? Noch keiner. Ja, aber wenn ihr der Gruppe beitretet. Hast du? Du bist bei der Gruppe, oder was? Genau. Und wo hast du diesen Code gesehen? Den habe ich auch, der wurde automatisch festgelegt. Wie sind in deiner Gruppe? Niemand. Niemand. Aber bist du auf Battle gegangen? Zeig mal. Oh mein Gott. Er ist alleine, dann geh mal zu ihm in die Gruppe. Genau. Ja und wie? Dieser Samen. Private Gruppe, dann dieser Samen. Okay, 70 Sekunden zum Ausschalten. Nice. Was 70 Sekunden zum Ausschalten? Jetzt haben wir noch. Wer ist alles drin? Ja, ich bin drin. 6 Das ist sehr, sehr langsam. Einer Quaner wird schon reichen, oder? Ja, da habe ich auch gerade gedacht. Wir sind zu 6 oder mehr als die nicht. Wir sind ja nur 6, oder? Ja. Ja, das wäre schön. So, es geht gleich los, Leute. Ich hätte gerne noch weiter. Ich habe mein Team ausgewählt, aber das hängt irgendwie. Jetzt geht's los, dann schauen wir mal.
Ja. Vielleicht mit meinem 100% Integrator reinfassen. Stehe ich vor deinem Integrator. Ja. Alter, okay, sowas könnte man nicht alleine schaffen. Nee, das ist schwierig. Ja. Also 6 geht schon. Jetzt stell dir vor, halt gerne. Macht keinen Spaß, Mann. Oh mein Gott, jetzt habe ich hier gerade sein Erdbeben gefressen. Mein Erstes ist down, ich auch, aber ja. Was so merkt, ja. Man kann gar nicht ausweichen. Ja, irgendwie nicht, ne? Oh, nochmal Erdbeben. Ah, doch, jetzt bin ich auch. Ich hab's auch geschafft. Und schon Hälfte geschafft. Easy. Ja, immer noch. Das ist mein zweites Pokémon, das ist doch voll. Jawohl. Erdbeben. Oh, ausgewischt. Ach komm, den Bug gibt's immer noch. Wir sind noch nicht gewohnt, das ist doch nicht schnell. Noch viel mehr Bugs jetzt. Ja. Aber diesen Ausweichbug, den hätten wir echt mal. Ich bin mal gespannt, ob es dann die gleichen Attacken auch hat, wenn man fängt. Wahrscheinlich, ja. Oh mein Gott, wie das hängt. Oh, wir hatten Glück. Oh. Alter. Was passiert denn hier? Ja, nochmal. Ah, keine Chance. Geht bei euch noch was nicht? Ah, ja, jetzt ist down. Jetzt ist so. Er ist kleiner geworden. Ein Lager der M. Nein, nochmal hinbeeren. Neun. Jawohl. Und zwei für Sonderbonbon. Shit. Oh. Verdammt. Jawohl, 9 Bälle. Ich hab 11 bekommen. Ich hab 10. Weil ihr mehr Damage gemacht habt, als ich das vorhin. Mein Collection ist voll! Oh nein! No. Nicht dein Ernst! No. Ja, Mann! No! Oh, erstmal goldene Himmelbeeren, oder? Wie hoch ist der? Ja, das ist mein Gott! Ey, das erinnert mich an unsere ersten. Goldene Himmelbeere, großartig. Echt? Ich hier auch. Sananabeere, was sonst? Ja, aber einmal drin. Geht schon mal, ob ich noch reinkomme. Keep going, Alter. Der Horn ist am Sparkeln. Ja, Alter. Collection. Die Lebensstelle Steinkante hat. Nein, ich will nicht. Okay, okay, es geht. Keine Angst, Leute, es geht. So great. Great. Critic Catch. Und jetzt? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh mein Gott, das goldene Himbeere, was war's? Guter Abi, aber. Aber eigentlich keine Benutzung für keine Verwendung. So, das war's. Unser erster Raid Battle. Kollege macht ein Foto. Welche WP hatte der? Ja. Wir haben eine TM gekriegt, gell? Ja? Ich auch. Hat echt? Beide. Oh, beide. Ja, natürlich beide. Was sonst? Das ist nur für Ladestrahl. Ja, ich weiß, aber... Warte lieber, bis du beide hast. Macht das jetzt nicht? Nein, ich muss. Oh mein Gott. Ich hab extra Kamera ausgepackt. Und setzt es nicht unter Druck? Die Jungs haben TMs bekommen, ich dachte, die benutzen es jetzt. Echt enttäuschend. Du hast auch bekommen, hab ich gehört. Du hast es sofort. Ja, hab ich. Und benutzt es? Ja. Ich will es sehen. Ja, doch nicht jetzt, Mann, am Ende des Videos. Ich hab keine Ahnung. So, das war's. Mein erster Raid Battle. War echt lustig. Vor allem diese Teamfunktion, dass alle auf einmal gegen einen kämpfen müssen. Und der coole Aspekt meiner Meinung nach ist, dass man weiß oder Bescheid bekommt, dass etwas irgendwo ist und dann mit Absicht dorthin geht und sozusagen alles stehen und liegen lässt, um dorthin zu gehen, weil es eben so ein wichtiges Event ist oder so ein wichtiges Ereignis. Das fand ich immer am coolsten. Das hat mir auch an den Top-Scans immer so gefallen, dass irgendwas so Geiles kam, dass man
alles stehen und liegen lassen will, um dorthin zu laufen. Genauso wie da. Items waren cool. Werde ich im nächsten Video alle demonstrieren, zeigen. Genauer darauf eingehen. War der zweite Raid an dem Tag. Davor war ein Level 2 Smog, also Level 2 Raid mit Boss Smogmog. Und danach kam noch ein Level 1 Raid mit Lorblood. Ansonsten, glaube ich, kam heute noch kein vierter. Ich habe jetzt die Gruppen auch nicht gecheckt, ob noch was kam. Alle in Parsing, weil dort die Module, also nicht die Module, die Stops und die Arenen, die zwei Arenen, wo die Raids halt stattgefunden haben, gesponsert sind. Keine Ahnung, ob die dann demnächst auch außerhalb von den gesponserten stattfinden werden und oder wie lange das dauert. Auch keine Ahnung, wo es alles gesponserte Arenen gibt. Bei uns ist es halt nur in Parsing. Aber auf jeden Fall, schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Raid-System. Habt ihr schon Raids gemacht? Habt ihr überhaupt gesponserte Arenen irgendwo bei euch in der Nähe? Und wie gesagt, die Items schauen wir uns später noch an in dem nächsten Video. Raids wurden heute übrigens auch runter auf 31 geschraubt. Und jetzt habe ich gerade gelesen, dass es auf 29 oder 28 runtergeschraubt wurde. Also demnächst kann das jeder machen. Also von Beta-Test mit High-Level-Spielern war zwar die Rede, aber davon haben wir nichts gesehen. Ansonsten war es das. Wie gesagt, schreibt unten rein, ob ihr schon Raids gemacht habt und wie ihr die findet. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Vs ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.